Stell dir vor, du programmierst ein Spiel und sobald du aufwachst, findest du dich im Spiel wieder und siehst lauter Mädchen an, die sich in dich verlieben. Das klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Genau das passiert im heutigen Anime, also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, um zu sehen, wie das passiert. Hi, hier ist Elvis von Otaku TV. Heute stelle ich euch den Anime Death March to the Parallel World Rhapsody vor. Also fang an, auf deinem Stuhl zu schreien, während wir uns gemeinsam diesen Anime anschauen. Los geht's! Die Geschichte beginnt mit einem 29-jährigen Programmierer, der Suzuki Ichiro heißt. Er arbeitet in einem Spieleentwicklungsteam und zurzeit behebt er Fehler im Spiel Freedom Fantasy Life. Gleichzeitig gibt es ein Problem mit Anfängern, die Hilfe bei der Bewältigung des War-World-Spiels benötigen. Also wollen sie, dass der Schwierigkeitsgrad des Spiels gesenkt wird. Er hat einen Gegenstand vorbereitet, der die Karte und drei Bomben enthüllt, um den Feind zu besiegen. Obwohl es einfach zu implementieren ist, braucht es viel Zeit. Am Ende arbeitete er tagelang, bis er einschlief und nicht mehr aufwachte. Als er aufwachte, war er plötzlich in einer anderen Welt. Die Welt besteht aus den beiden Spielen, die er zuvor entwickelt hatte. Sie waren miteinander kombiniert. Er spielt einen Charakter namens Satoru, dessen Gesicht seinem 15-jährigen Ich ähnelt. Obwohl sein Status und seine Stufe noch sehr schwach waren, kam eine Armee von Echsenmenschen auf ihn zu. Satoru wird von einem Echsenmann verletzt und bekommt extreme Panik, als er den Schmerz spürte, also benutzt er ohne zu zögern alle seine Meteorfähigkeiten, was dazu führte, dass die ganze Monsterarmee niedergemetzelt wurde. Ein Echsenmann blieb aber noch am Leben und Satoru gelingt es ihm in einem Kampf zu besiegen, indem er auf ganz hinterlistig Dreck in sein Gesicht wirft und ihn dann zweiteilt. Nachdem er die ganzen Monster besiegt und eine große Menge an Beute und Geld erlangt hatte, war er bereits auf Stufe 310. Außerdem erhält er viele Fertigkeitspunkte, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Dann erhöhte er die Stufe seiner Meteorfähigkeit und probierte sie aus, um sich von ihrer zerstörerischen Kraft zu überzeugen, aber die Explosion war zu groß, also musste er um seine Ehre rennen, um zu überleben. Glücklicherweise gelang es ihm, von diesem Ort wegzukommen. Danach nutzte Satoru die Beute, die er erhalten hatte, um sich selbst zu stärken, indem er seinen Kraftstatus maximierte. Dann wollte er in die nächstgelegene Stadt gehen, aber plötzlich wurde er von dem Drachen angegriffen. Glücklicherweise wurde er nicht verletzt, da er bereits auf Stufe 310 war. Was ein Cheater. Dann rannte der Drache sofort weg, nachdem Satoru einen Stein nach ihm geworfen hat. Der Drache flüchtete jedoch in Richtung der Stadtkrieger. Die Krieger griffen den Drachen sofort an und aus dem Nix war dort noch ein schönes Mädchen. Sie griff den Drachen mit Magie an, aber wurde in Team Rocket-Style in den Himmel weggeschossen. Das war dann wohl ein Schuss in den Ofen! Okay. Als Satoru das sah, rettete er sie sofort und erhielt den Titel Retter. Sehr einfallsreich. Das schöne Mädchen namens Zena war dankbar und verliebte sich in Satoru. Damit hätte jetzt bestimmt keiner gerechnet. Dann kamen Zenas Freunde, die Satoru verdächtigten, ein Perversling zu sein, aber Satoru schaffte ihr Vertrauen zu gewinnen, indem er seine Argumentation und seine Dribblerfähigkeiten auf die Spitze trieb. Daraufhin erlaubten sie Satoru mit ihnen in die Stadt zu kommen, weil er Zena gerettet hatte. Dort angekommen sagt Zena, dass sie zurückkehren wird, um sich für Satorus Freundlichkeit zu revanchieren. Dann fertigt Satoru einen deutschen Pass an, damit er in der Stadt leben kann. Als Satoru sich registrierte, war er immer noch Stufe 1, weil er seinen wahren Status vor den anderen verbarg. Ihm wurde dann erlaubt, in der Stadt zu leben, aber er musste alle 10 Tage Steuern zahlen. Wenn er es nicht tut, wird er in der Stadt versklavt. Danach macht sich Satoru auf die Suche, ein Gasthaus zu finden und plötzlich stand da ein schönes 13-jähriges Mädchen namens Martha. Sie packt ihn einfach am Arm und nahm ihn sofort mit in ihr Gasthaus. Loli Hunter, here we come. Dort angekommen hat Satoru vor, Marthas Mutter ins Visier zu nehmen, obwohl Martha ein schönes junges Mädchen ist. Leute, ihr könnt euch sicher sein, dass diese Hauptfigur einen guten Geschmack hat. Als Satoru Kleidung braucht, wird er von Martha begleitet, um Kleidung einzukaufen. Er genoss die Zeit so sehr mit ihr, dass er ohne zu merken Dinge kaufte, die er nicht mal wollte, weil er sich hinreißen ließ. In der Zwischenzeit wurden versklavte Halbmenschen sehr hart behandelt. Als Satoru das sah, beschützt er sie sofort. Er hat ihnen dann auch noch geholfen, ihr Gepäck aufzuräumen. Martha erklärt, dass Halbmenschen in der Stadt gehasst werden, weil einige von ihnen Menschen ermordet hätten. Nachdem er seine alltäglichen Einkäufe erledigt hatte, kehrte Satoru zum Gasthaus zurück, um sich auszuruhen. Am nächsten Tag lud Zena Satoru zu einem Rundgang durch die Stadt ein. Sie gingen zum Handelszentrum und kauften verschiedenes köstliches Essen, aber jemand stieß Zena an und machte ihre Kleidung schmutzig. Zum Glück kann ein Zauberer das wieder in Ordnung bringen, also benutzte ihre Voodoo-Magie und machte ihre Kleider sauber und sie setzten ihr Date gemütlich fort. Danach gingen sie die Mauer hinauf, um die frische Brise zu spüren und die schöne Landschaft zu sehen.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzen Senar und Satu. Okay. Als sie die Pferdekutsche bestiegen, sahen sie, wie die Bewohner drei versklavte Menschen mit Steinen der Schande bewarfen. Der Oberpriester beschuldigte sie, Anhänger des Dämons zu sein. Natürlich war es eine glatte Lüge, um Geld zu verdienen. Zum Glück weiß Satu das auch und erkennt die Schuldigen. Also legt er sie lahm und verhaftet den Besitzer der drei Versklavten. Nachdem Satu sein Verbrechen aufgedeckt hatte, kam plötzlich ein Dämon aus dem Körper des Typen. Der Dämon teleportierte sie alle sofort in ein Labyrinth. Im Labyrinth wurde Satu von Senar getrennt, aber er war mit den drei zuvor versklavten Mädchen zusammen. Da die drei keine Namen hatten, gibt Satu ihnen die Namen Lisa, Poki und Tama. Satu gibt Lisa eine Waffe, um sie vor den Monstern des Labyrinths zu schützen, während Poki und Tama auf sie aufpassen sollen. Dann begegneten sie einem Monster, das Satu mit einer magischen Waffe besiegte. Okay. Lisa nahm den Kern des Monsters an sich und erklärte, dass der Monsterkern gegen Geld an Händler verkauft werden könne. Danach wollte Satu ihre Stufe erhöhen und sie durch den Kampf gegen Monster stärker machen, damit sie die Monster ohne seine Hilfe besiegen konnten. Da das Kämpfen sie müde macht, gibt Satu ihnen zu essen und bittet sie zu schlafen, damit sich ihre Ausdauer erholen kann. Dann setzen sie ihre Erkundung des Labyrinths fort. Sie fanden heraus, dass viele Menschen in den Spinnweben gefangen waren. Sobald sie befreit sind, werden sie Satu im Gegenzug für ihre Rettung helfen. Dann treffen sie auf einen Soldaten, der Schwierigkeiten hat, ein Schleimmonster zu bekämpfen. Aber Satu und die anderen besiegen den Schleim mit Leichtigkeit, indem sie seinen Kern zerstören. Auch Senar befindet sich unter den Leuten und sie ist froh, wieder mit Satu vereint zu sein. Als sie das Labyrinth weiter erforschen wollten, fanden die Soldaten plötzlich eine Schatztruhe, aus der kam jedoch der vorherige Dämon. Der Dämon setzte Hypnose ein und die Soldaten begannen gegeneinander zu kämpfen. Satu lähmt Lisa, Poki und Tama sofort, um sie am Kämpfen zu hindern. Doch er wird von einem Monster angegriffen, das ihn in eine Schlucht stürzen lässt. Glücklicherweise kann er noch überleben. Er benutzt das heilige Schwert, um das Monster zu besiegen. Er benutzt eine Maske, um seine Identität zu verbergen, wenn er gegen Dämonenmonster kämpft. Als der Dämon in die Enge getrieben wird, erscheint ein starker Dämon, den Satu mit niedriger Feuermagie verletzen kann. Er benutzt auch das Zauberschwert und schlitzt den Dämon auf. Nachdem die Dämonen besiegt sind, können sie aus dem Labyrinth entkommen. Danach erlaubt er Lisa und den anderen, mit ihm weiterzureisen. Außerdem hat er sich mit anderen versklavten Menschen namens Arisa und Lulu zusammengetan. Arisa ist ein fröhliches Mädchen, während Lulu eher schüchtern ist. Er kaufte sie, weil er davon ausging, dass Arisa aus Japan stammte. Er behandelte seine Mädchen mit großer Sorgfalt. Sie bekommen gutes Essen und er wählt nur schöne Kleidung für sie aus. Als sie zum Gasthaus zurückkehren, war es komplett ausgebucht. Also schliefen Lisa und die anderen in den Ställen, während Satu bei Arisa und Lulu schläft. Da sich Arisa und Lulu an das Sklavenleben gewöhnt haben, wollen sie Satu eine Nachtdienstleistung geben. Ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Aber er weigert sich, weil er den Lolicon-Titel nicht bekommen will. Lulu brach plötzlich in Freudentränen aus und schlief in dieser Nacht ruhiger denn je. Zur gleichen Zeit gibt Arisa nicht auf und nutzt ihre Verführungskünste, um Satu heiß zu machen. Aber Satu befiehlt Arisa sofort, ihre Loli-Fähigkeiten nicht zu benutzen. Sie will aber nicht aufhören, weil sie in Satu verliebt ist. Dann stellt sich Arisa als eine Japanerin vor, die in dieser Welt wiedergeboren wurde. Deshalb weiß sie, dass Satu aufgrund seines Aussehens Japaner ist. Und nicht nur das. Auch Lulu sieht japanisch aus, weil ihr Großvater wohl aus Japan stammt. Satu fragt Arisa, wie es dazu kam, dass sie versklavt wurde, und Arisa erzählt ihm, dass sie früher eine Prinzessin war. Sie nutzte das Wissen der alten Welt, um ihr Königreich zu Wohlstand zu bringen, aber es gab jemanden, der sie verriet und das Königreich zu Fall brachte. Am Ende wurde Arisa, die Prinzessin, gezwungen, versklavt zu werden. Danach wurde das Königreich plötzlich von Dämonen angegriffen, bis es zerstört wurde. In der Zwischenzeit entkamen Arisa und Lulu. Sie flohen in den Wald. Leider verirrten sie sich, weil sie keine Kuh haben und werden von Sklavenhändlern aufgegriffen. Oh Gott. Am nächsten Tag besucht Senar das Gasthaus. Sie sieht, wie Satu mit einer anderen im Bett liegt und kriegt die Krise. Er läuft ihr sofort hinterher und erklärt ihr die Wahrheit, um das Missverständnis aufzuklären. In solchen Momenten macht Satu ihr Komplimente und läuft mit ihr herum, sodass ihre Beziehung besser wird. Arisa und die anderen sind einkaufen. Satu und Senar suchen nach Häusern oder Gasthäusern, die Halbmenschen nutzen können. Eine Frau namens Nadi schlägt verschiedene Wohnungen vor. Ein leerstehendes Haus, in dem ein Mord geschehen ist, ein Haus in der Nähe eines Bordells und das Haus einer ehemaligen kriminellen Vereinigung. All das ist für Satu und sein Harem ungeeignet zum Wohnen. Er musste später am Nachmittag zurückkehren, weil Nadi nach einem anderen Haus suchen würde.
Danach wollten Sato und Sena eine Theateraufführung sehen und als sie dorthin gingen, trafen sie Arisa und die anderen. Daraufhin sahen sie sich alle zusammen eine Theateraufführung an. Das Stück erzählt die Geschichte eines toten Zauberers, der untot wird und sich an einem unehelichen Adligen rächt, weil ein Adliger ihm die Frau genommen und sogar seine ganze Familie umgebracht hatte. Also wollte er sich rächen und tötete den Adligen. Aber nachdem er sich gerächt hat, wurde er von einem heiligen Ritter getötet. Nachdem sie das Stück gesehen hat, trifft Sena ihre Freunde, die verletzt sind, weil fliegende Ameisen die Stadt angreifen. Obwohl es in der Stadt eine Barriere gab, gelang es einigen fliegenden Ameisen, diese zu durchdringen und eines der Monster brach sogar Nadis Haus ein. Sie wurde von Sato und ihrer Managerin, die eine Elfe ist, gerettet. Nadi gibt ihnen einen Kuss als Gegenleistung für ihre Rettung. Och, wie zufällig du. Am Nachmittag waren die Ungeheuer besiegt und sie konnten gemütlich ins Gasthaus zurückkehren. In der Nacht zog Sato durch die Stadt und traf Einwohner, die ihn zu ein paar schönen Frauen mitnahmen. Weil er von der Lust mitgerissen wurde, ging er mit. Wie es scheint, hat Sato die Fähigkeit, Frauen glücklich zu machen. Danach wurde er jedoch von einer schattenhaften Gestalt angegriffen. Sato besiegte sie alle und traf den Mäusemann, der eine Prinzessin bei sich hatte. Sato nimmt sie mit zu Nadis Haus und die Prinzessin ist eine Elfe namens Mia. Am nächsten Tag kehrt Sato in das Gasthaus zurück. Da sie weiß, dass Sato im Bordell war, ist Arisa verärgert. Sie versteht nicht, wieso er dorthin geht, wenn sie ihn glücklich machen möchte. Danach überprüft Sato Mias Zustand und sie ist gesund. Mia ist sehr an Sato interessiert. Sie sieht Geister um ihn herum, die ihn umgeben, aber er kann keine Geister sehen, was ihn natürlich unglaublich verwirrt. Er sollte sie lieber zur Therapie schicken. Dann bietet Nadi Sato eine Pferdekutsche an, weil sie weiß, dass Lulu eine Pferdekutsche fahren kann. Er beschließt, sie zu kaufen, weil er sein Harem so leichter transportieren kann. Nach dem Mittagessen übergibt Nadi Sato die Kutsche und die Papiere und macht ihn damit offiziell zu ihrem Besitzer. Schon bald lernt er zusammen mit Lulu auf der Kutsche zu fahren. Obwohl Lulu normalerweise ruhig ist, stellt sich heraus, dass sie viel redet, wenn es um Arisa geht. Während Sato lernt, eine Pferdekutsche zu fahren, werden sie immer von einer verdächtigen Eule beobachtet, egal wo sie sind. Als er zu Nadis Haus zurückkehrt, taucht plötzlich der untote König auf und will Mia entführen. Der untote König setzt Magie ein, um ihr Bewusstsein zu lähmen, aber Arisa gelingt es, die Magie zu neutralisieren und Sato kämpft sofort gegen ihn. In der Zwischenzeit setzt Arisa eine besondere Fähigkeit ein, um ihn zu verletzen, aber er bringt Mia sofort an einen anderen Ort. Als Sato das sah, verfolgte er ihn schließlich und wurde in einem Schattengefängnis gefangen. Sato entkam jedoch aus dem Schattengefängnis und erreichte das Hauptquartier des untoten Königs. Er sagte, dass nur Helden, die es schaffen, Hindernisse zu überwinden, dürfen hier sein. Also wurde er plötzlich nach draußen teleportiert und es stellte sich heraus, dass er verschiedene Aufgaben überwinden muss, um Mia zu retten. Sato erkundete den Ort vom ersten Stock aus und suchte auch nach einer Abkürzung, um in den 200. Stock zu gelangen. So traf er Dryad, die ihn in den 100. Stock bringen konnte, aber Sato musste ihr dafür magische Energie geben. Also, ihr dürft dreimal raten, sie küssen sich und er kommt in der 100. Etage an. Oben trifft er dann auf einen weiblichen Homunculus und einen Eisengolem. Glücklicherweise kennt Sato die Schwäche des Golems, weshalb er ihn leicht besiegen kann. Die Homunculi 5 und 6 fliehen woanders hin. Sato gelingt es jedoch, Homunculus 7 ohnmächtig zu machen. Kurz darauf erreicht er die 200. Etage und trifft auf den König der Untoten. Der Untotenkönig will Mia an ihn übergeben, wenn Sato die 6 Homunculi und den Golem besiegt. Sato, der eine viel höhere Stufe als sie hat, kann von ihnen nicht besiegt werden. Obwohl sie wussten, dass sie nicht gewinnen konnten, kämpften sie hart, um den Wunsch des untoten Königs zu erfüllen. Danach erhält Sato das heilige Schwert von dem untoten König. Dann erzählt er Sato, dass er eine Reinkarnation sei. Nachdem er ein neues Leben in dieser Welt begonnen hat, lebt er glücklich mit seiner Frau, doch eines Tages entführt ein Adliger seine Frau und seine Familie wurde aus betrügerischen Gründen hingerichtet. Wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr, das ist die gleiche Story wie aus dem Theaterstück. Er erwachte jedoch als untoter König wieder und rächte sich, indem er die Adligen abschlachtete. Nachdem er sein Ziel erreicht hatte, wollte er sterben, um seine Frau zu treffen, aber die Götter gaben ihm Unsterblichkeit, weshalb er jemanden suchte, der sein Leben beenden konnte. Zu dieser Zeit konnte dies nur Sato tun. Nachdem der untote König gestorben ist, wurden alle Stockwerke an diesem Ort zerstört, aber der untote König hatte eine Teleportation für Mia vorbereitet. Da Sato dies wusste, versammelte er 6 Homunculi, um Mia zur Seite zu stehen, damit sie gerettet werden konnten. In der Zwischenzeit rettete Sato Homunculus Nummer 7, obwohl er von einer riesigen Wasserwelle verfolgt wurde, überlebte er und wurde mit den anderen wieder vereint. Die Homunculus bedanken sich bei Sato und einer von ihnen beschließt, mit ihnen zu gehen. Er gab ihm den Namen Nana und dann kehrten sie in die Stadt zurück, worauf Sato auf Sena traf.
Sie machte sich große Sorgen um Sato, weil sie ihn sehr liebt. Sato will am nächsten Tag die Stadt verlassen, um Mia zurück ins Elfendorf zu bringen. Senna wollte mit Sato gehen, aber sie musste auf den Frühling warten, weil ihr jüngerer Bruder oder ihre jüngere Schwester das Familienoberhaupt sein würde, sodass Senna ihren Lebensweg frei wählen und sich mit Sato auf das Abenteuer einlassen konnte. Dann sprach Arisa über die Aufbewahrung von Gegenständen, die normalerweise im Spiel vorkommen. Arisa kann sie benutzen, um Gepäck aufzubahren, allerdings verbraucht die Aufbewahrung des Gegenstands eine Menge magischer Energie. Die Reise, die Sato und die anderen unternehmen, verlief reibungslos und sie wurden nicht einmal von Monstern oder Banditen angegriffen. Wie konnte das passieren? Waren sie zu langsam im Zeichnen von Monstern oder Banditen oder war das wirklich so geplant? Egal. Dann rasteten sie irgendwo und reparierten die Strohballen. Sato fertigte auch Puppen aus Stoffresten für sie an. Nana freut sich und will sich um die Stoffpuppe kümmern, sie hat anscheinend den Verstand verloren. Am nächsten Tag, als sie sich ausruhten, fand Arisa die Ruinen eines Tori-Tors. Als Sato die Ruinen sah, erinnerte er sich an sein Leben in der vorherigen Welt, aber da er zuvor auch ein Spiel zum Thema Tempel gemacht hatte, war er neugierig, ob diese Erinnerungen aus der vorherigen Welt stammten. Danach erhielt Sato die Reliquien des untoten Königs, von denen eine Schattenmagiezauber war. Er glaubt, dass die Magie in dieser Welt einer Programmiersprache ähnelt. Deshalb forschte er auf verschiedene Weise, um neue Arten von Magie zu erschaffen. Er war so sehr darauf konzentriert, sein Ziel zu erreichen, dass er nicht bemerkte, dass seine Hand Nanas Vorbau berührte. Mitten auf ihrer Reise trafen sie einen Mäusemann. Mia bedankte sich dafür, dass er sie vor dem letzten Angriff des untoten Königs beschützt hatte. Mia betet auch für den Mäusemann, der starb, als er sie rettete. In der Stadt angekommen, ging Sato allein in ein Lokal, um zu essen, und gab dort allen einen aus. Er wird danach von einer schönen Frau auf ein Zimmer gebracht und wo sie ihren nächtlichen Dienst voller Vergnügen ausführt. Am nächsten Tag ging Sato in eine Stadt, um einige Zutaten für die Herstellung von Tränken zu kaufen. Als er dort ankam, interessierte er sich sehr für magische Schriftrollen, also beschloss er, sie beim Kauf zu tarnen. Als er nachts allein in den Illusionswald zurückkehrte, wurde er unerwartet von einer Zauberschülerin angegriffen. Unfähig, Sato zu bekämpfen, gab die junge Hexe auf und rief ihren Lehrer. Ein Magier, der über den Scheinwald herrschte. Da sie wusste, dass Sato auf Mia aufpasst und sie begleitete, hieß sie ihn herzlich willkommen. Sie sei sogar bereit, ihr ein spezielles Trankrezept zu geben, wenn er ihr hilft. Am nächsten Tag gerät der Magierlehrling in Schwierigkeiten, weil eine Gruppe von Menschen den Trank zerstört, der an die Adligen geschickt werden soll. Die Adligen haben das alles absichtlich getan, um das Abkommen zwischen den beiden Regionen aufzulösen und den von den Hexen kontrollierten Scheinwald zu erobern. Da Sato dies weiß, kann er nicht zulassen, dass sie sich den Scheinwald nach Belieben aneignen. Er will wieder Zaubertränke herstellen, obwohl es nicht möglich ist, eine Zaubertrankflasche zu bekommen. Deswegen bittet er den Handwerker um Hilfe, aber die Herstellung der Flasche in so kurzer Zeit ist eine schwierige Herausforderung. Das Trocknen dauert normalerweise bis zu 5 Tage. Andernfalls würde die Flasche zerbrechen, aber Mia verwendet Kühlmagie, um die Flasche zu trocknen. Selbst Sato kann schnell eine Flasche aus Ton formen. Währenddessen braute die Hexe mit den anderen Tränke. Während die Flasche erhitzt wurde, schickte der Adlige von davor jemanden, der den Brennofen mitsamt der Flasche zerstören sollte. Aber Sato ahnte das schon und so brachte er alle Flaschen ins Lager. Auf diese Weise können sie die Tränke entsprechend der Bestellmenge verschicken, aber die Adligen wollten sich nicht darauf berufen, obwohl der Trank bereits eingetroffen war. Dann kam ein Adliger namens Kuhanu, der von den schlechten Menschen, die seine Stadt regierten, enttäuscht war. Er widerrief alle seine Befugnisse, weil er Verrat begangen hatte. Er beabsichtigt, sie zu töten. Sato hält ihn jedoch auf, weil Kinder anwesend sind. Alle Probleme sind gelöst und Sato und die anderen können ihr Abenteuer fortsetzen. Am nächsten Tag bittet Nana Sato, magische Energie in ihren Körper zu leiten, damit sie ihre Kräfte wiederherstellen kann. Senna hingegen erhält einen Brief von Sato über seine Reise. Am nächsten Morgen wird Sato ein Haremskönig, umgeben von vielen schönen Mädchen. Und das ist das Ende des Videos. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und schreibt uns in die Kommentare, welchen Anime ihr als nächstes sehen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, passt auf euch auf und macht's gut. Ciao.